So, ich grüße euch alle zusammen. Leider, ich gehe mal davon aus, dass ihr alle lächelt, weil heute ist Sabbat. Leider sehe ich das jetzt nicht. Aber ich freue mich, dass ich hier mit euch zusammen sein darf und dass wir das Wort Gottes uns anhören dürfen, davon lernen. Und ich denke, in dieser Phase der Weltgeschichte, wo wir stehen, ist es ganz spannend, sich die Trends mal anzuschauen, die gesellschaftlich uns so beeinflussen. Vor allem die, ich möchte sagen, die Jugend oder die Jugendlichen, die jetzt gerade die Universitäten besuchen oder die Hochschulen, was da so mitgegeben wird, welche Megatrends uns gerade umwehen. Und vor 3 Jahren etwa, einfach aus Interesse, da haben wir mal als Kollegium, ich arbeite ja an der Immanuel-Schule, da haben wir einfach mal gedacht, wir möchten uns eine bestimmte Fortbildung mal anhören. Da ging es um Gender und was so in den, was so gerade trendy ist und an den Universitäten spannend. Und da haben wir gedacht, wir wollen uns mal anhören, was da so gesagt wird, vielleicht ein paar Fragen stellen. Und da kam tatsächlich eine Dozentin aus Berlin von einer Berliner Universität, ich weiß nicht welche, und hat uns einen Vortrag gehalten, der hatte die Überschrift Desidentifikation. Das hat nichts mit Desinfizieren zu tun, hat sie uns auch noch diesen kleinen Witz gesagt, sondern es ist die Desidentifikation. Das bedeutet, man möchte weg davon kommen, dass man vor allem die Kinder mit irgendwas identifiziert. Ja? Sogar junge Mädchen, welche Kultur, welche Religion, das raubt alles eine gewisse Art Freiheit und davon möchte man wegkommen. Und das ist eben der neue Trend, also sich nicht mehr mit etwas identifizieren. Interessant war, bei diesem Vortrag gab es hinterher noch so einen, so eine Art Talkshow, möchte ich sagen. Und da war ein Mann dabei, der ist Mitglied in der jüdischen Kultusgemeinde in München und auch noch eine Vertreterin von einem muslimischen Verein. Und die haben natürlich versucht, ganz dezent in diesem Kontext doch dieser Dame zu vermitteln, dass für sie Identifikation doch immer ganz wichtig war in ihrem Leben. Ja? Zumindest dieser Mann, der jüdischen Hintergrund hat, der hat gemeint, das hat ihm eigentlich immer Halt gegeben, auch in der Schule. Ja? Wer war er? Alle Kinder haben irgendwelche Trends waren immer, jeden Tag, jedes Jahr gab es einen neuen Trend, jeden Monat neue Trends. Aber wer bin ich, wo stehe ich in der Gesellschaft? Und diesem Kind hat es in der Schule geholfen, zu wissen, ich komme nach Hause, ich habe eine Familie, die ihre Religion pflegt, ich habe ein Zuhause, wo bestimmte, nicht nur Traditionen, sondern auch Glaubenswerte praktisch gelebt werden und ich habe eine Gemeinschaft, zu der ich mich angeschlossen fühle. Ja? Aber das ist leider heute am Bröckeln und ich muss euch sagen, liebe Geschwister, auch wenn wir immer denken, uns passiert das nicht, aber der Zahn der Zeit nagt auch an uns als Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten. Und leider haben wir auch schon, möchte ich behaupten, einen gewissen Teil unserer Identität auch schon preisgegeben. Ja, indem wir vielleicht bestimmte Dinge, die wir früher ernster genommen haben oder die unser Alleinstellungsmerkmal auch waren, vielleicht in der christlichen Landschaft, gibt es eigentlich nicht mehr so. Ja, also wir versuchen das irgendwie so zu machen, dass es jedem irgendwie gefällt oder passt. Aber heute möchte ich eine Predigt mit euch teilen, die hat jetzt nichts mit Desidentifikation zu tun, sondern eher mit dem Gegenteil. Und zwar möchte ich ein bisschen zurück uns besinnen, und zwar nicht auf unsere Kirchengründer oder ich möchte sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen als Jesus. Ich möchte zurückgehen in die Antike, möchte ich sagen, und einen Glaubensmann anschauen, der auch im Neuen Testament, im Hebräerbrief, Kapitel 11, wo die Glaubenshelden aufgezählt werden, bekommt er zusammen mit Mose den größten Platz in diesem Kapitel von diesen Glaubenshelden, von diesen Heroes, von den Superhelden des Glaubens. Wir können mal kurz aufschlagen im Hebräerbrief und dort im Kapitel 11. Da lesen wir ganz viel über Mose, über viele andere Glaubensväter, aber vor allem auch über Abraham.
Und Abraham, ja, der soll heute auch mein Thema sein. Und da möchte ich nur mal einen kurzen Ausschnitt lesen innerhalb dieser Erwähnung von ihm. Und zwar Hebräer Kapitel 11 und dort lesen wir mal ab Vers 8. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Nun, wir kennen diesen Vergleich, diese Analogie auf unser Leben, wenn bei uns was Neues bevorsteht, wo wir nicht wissen, was kommt, Berufswechsel, Wohnortwechsel, vielleicht wechseln wir sogar unser Land, verlassen unser Land und gehen in ein neues Land, brechen unsere Zelte ab und müssen woanders wieder neu aufbauen. Also man kann diese Geschichte von Abraham, der was Neues wagt, auf ganz viele Bereiche übertragen. Und ich denke auch, gerade in der Situation, wo wir uns befinden, ich glaube, jeder von euch stimmt mit mir ein, dass es keine Verschwörungstheorie ist, wenn wir sagen können, dass diese Zeit, die wir jetzt haben mit Corona und Co., schon nachhaltig unsere Weltgesellschaft, unsere Weltordnung auch verändern wird. Das sagen auch die Politiker, die sagen, wir müssen von einer neuen Normalität ausgehen. Ja? Also das ist etwas, worauf wir uns einstellen müssen. Und dieses Neue, dieses Unbekannte, auch dadurch möchte uns der Herr tragen. Ja? Wir wissen nicht, was kommt noch vor uns, wo wird das noch hinführen, welche Mutationen werden uns noch beeinflussen und so weiter. Aber der Herr sagt, geh vorwärts, ich habe dir gesagt, was mein Wille ist, höre auf ihn und vertraue mir. Ja, und von da können wir Abraham auch als Glaubensvorbild nehmen. Nun, wir könnten jetzt noch weiter lesen, ich möchte mich aber ein wenig kurz halten. Ich schaue auch jetzt mal kurz auf die Uhr, damit ich heute nicht so lange brauche, weil ich weiß, es ist auch sehr anstrengend, wenn man die Maske hier die ganze Zeit auf der Nase hat. Nichtsdestotrotz, was hat Abraham mit uns zu tun? Oder überhaupt mit der kompletten Situation, in der wir stehen? Ich persönlich habe mich sehr gefreut, als ich in der Bibel folgende Verse lesen konnte. Lasst uns einmal aufschlagen im Galaterbrief, das Kapitel 3. Galater, Kapitel 3. Galater, Kapitel 3. Und dort möchte ich lesen ab Vers 6. Galater, Kapitel 3, ab Vers 6. So war es mit Abraham. Er hat Gott geglaubt und es ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Er kennt also, die aus dem Glauben sind, das sind Abrahams Kinder. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham, in dir sollen alle Heiden gesegnet werden. So werden nun die, die aus dem Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. So, wenn wir den Glauben der Bibel ernst nehmen, ihn nicht nur bejahen, sondern ihn auch leben. Liebe Geschwister, ich frage euch jetzt, ihr nickt mir einfach zu, sind wir Abrahams Kinder? Sind wir auch Gottes Kinder? Okay, also interessant ist, die Bibel nimmt diese zwei Begriffe hier anscheinend synonym, weil es geht hier nicht nach dem Fleisch, dass wir als Juden, ich glaube, es ist sogar in der Tradition, dass es die Mutter eine gläubige Jüdin sein muss, erst nur dann bist du auch wirklich ein Jude. Nein, davon spricht schon das Neue Testament vor knapp 2000 Jahren, klärt es uns hier auf und sagt, wer im Glauben Gott nachfolgt und sich mit Abraham identifiziert, derjenige, der damals von Gott berufen wurde, in der Antike noch, aus einem Geschlecht, das götzendienerisch war, an andere Götter geglaubt hat, alle möglichen gesellschaftlichen Trends in sich aufgenommen, da zieht Gott einen Mann raus und sagt, mit dir möchte ich etwas Neues anfangen. Liebe Geschwister, das ist die Person, mit der wir uns identifizieren. Wenn wir sagen, wir sind Gottes Kinder, des wahren Gottes, des Gottes, der sich in der Bibel vorstellt, liebe Geschwister, dann sind wir auch Abrahams Kinder. Dann sind wir Nachfahren dieses Mannes, der es mit Gott gewagt hat, sein Haus zu verlassen und etwas Neues mit Gott zu beginnen und für Gott ein Altar oder Altäre zu bauen, da wo er hinkam. Lasst uns einen Blick auf diesen Mann werfen, weil ich glaube, Abraham hat es geschafft, wie kein anderer,
diesen Kompromiss, und wir werden uns da ein bisschen näher das noch anschauen, zwischen Glaube und Werke zu schaffen. Das ist ja das Thema, was oft auch bei uns in der Gemeinschaft heftig diskutiert wird, ja, wie streng oder wie eng soll man das sehen oder jenes sehen. Und ich glaube nicht, dass alle diese Diskussionen zielführend sind, aber wenn wir uns die Männer der Bibel anschauen und Gott hat gewusst, wen er auswählt, vor allem Abraham, dann können wir ein bisschen sehen, wie hat er es geschafft, konsequent Gott treu zu sein und dennoch in Liebe die Menschen um ihn herum zu beeinflussen, auch diesem Gott nachzufolgen. Also ein spannender Kompromiss. Nun, ich möchte nur noch kurz vorwegstellen, einfach diesen unglaublichen Gedanken. Ich habe sogar auf dem Stick ein Foto, ich habe es jetzt vergessen, euch in der Technik zu geben. Da wollte ich euch einfach mal ein paar Bilder zeigen, wo im Alten Testament Gott ja zu Abraham spricht: Geh mal raus und schau dir mal den Himmel an. Siehst du die Sterne am Himmelszelt? Und dann sagt er, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Da kannst du den Sand am Meer zählen, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham konnte das noch gar nicht absehen, was da passiert. Aber wenn wir uns heute anschauen, wie viele Christen sich auf Abraham berufen, wie viele muslimische Gläubige, wenn man sich allein Mekka anschaut, was für Mengen dahin pilgern. Die jüdische Gemeinschaft, die praktizierenden Gläubigen, wo wir in jeder Großstadt dieser Welt Viertel haben, Distrikte, wo sich diese Menschen, also wir haben überall, wo wir eigentlich in die Welt hinkommen, haben wir Zeugen für den Vater Abraham. Aber wer war Abraham wirklich? Was macht diesen Mann aus, ja, der so eine Milliarden-Community heute gegründet hat? Also, und wie viele Milliarden Menschen sich in ihm identifizieren. Ich habe einen wunderbaren Bibelkommentar, den kann ich euch nur empfehlen, euch den auch mal zu lesen, von einer Autorin mit Welterfolg, der heißt Patriarchen und Propheten. Jetzt, wenn man heute wieder in diesem Mainstream-Jargon reden würde, dann dürfen wir das Wort Patriarchen ja kaum noch benutzen. Ja, das ist ja alles Schnee von gestern. Heute muss man ja ganz von diesen Wörtern abkommen. Das ist ja schon verletzend für manche Feministinnen, wenn man überhaupt das Wort benutzt. Ich hoffe, dass ich hier trotzdem noch diesen Bibelkommentar öffnen kann mit euch. Die Zeiten waren anders, das stimmt. Das stimmt. Früher hatte der Mann in der Familie eine andere Bedeutung. Ja, die Hauptentscheidungsgewalt lag damals natürlich bei dem Patriarchen. Und er konnte bestimmte Befehle geben, die auch unter Männern getroffen wurden. Wir sind froh, dass vieles sich geändert hat. Und wir genießen das, diese Zusammenarbeit mit unseren Frauen. Und ich freue mich, ich liebe es, Rat zu fragen bei meiner Frau. Aber ich bin trotzdem fasziniert von diesen Männern, die einfach gesagt haben: Herr, ich möchte wissen, was du von mir möchtest, und ich möchte mutig voranschreiten. Ja, und wir werden uns gleich anschauen, was Gott, glaube ich, bei Abraham auch besonders gefallen hat. Und zwar, ich komme gleich rein in den Text, da heißt es, auf Seite 119, das ist das Kapitel Abraham in Kanaan. Abrahams Berufung war eine hohe Auszeichnung. Er wurde der Vater des Volkes, das jahrhundertelang Hüter und Bewahrer der göttlichen Wahrheit sein sollte. Jenes Volkes, durch das alle Völker der Erde im Kommen des verheißenen Messias gesegnet werden würden. Gott selbst berief den Erzvater und schätzte ihn hoch. Er, der die Gedanken von Ferne versteht und die Menschen richtig beurteilt, sagte: Ich kenne ihn. Also, dass Abraham gewählt wurde, um diesen Bund mit Gott zu machen und Vater der Nationen, Vater der Religionen und Vater des Volkes zu werden, aus dem später der Messias kommt, Jesus Christus, war nicht zufällig. Gott kannte Abraham und er wusste, warum er ihn gewählt hat. Und jetzt wird es interessant, warum denn? Abraham, und in diesen Sätzen sehe ich die Erklärung dafür, warum Gott Abraham ausgewählt hat. Abraham würde die Wahrheit niemals aus selbstsüchtigen Absichten verraten, sondern das Gesetz halten und stets rechtschaffen handeln. Also der erste Punkt, der hier erwähnt wird über den Charakter Abrahams, war, er sah in Abraham das Potenzial. Wir wissen auch, dass Abraham
noch gewachsen ist und auch er hat Fehltritte gehabt. Aber Gott wusste, Abraham wird an einen Punkt kommen, er wird zu einem Test kommen, einer Glaubensprüfung, wo jede Selbstsucht, jeder Gewinn, der ihm versprochen wäre, wenn er den Glauben nur ein wenig verleugnen würde, wo er diesen Gewinn ausschlagen würde. Also Abraham würde sich nicht verkaufen. Er würde niemals aus selbstsüchtigen Absichten die Wahrheit verraten, sondern das Gesetz halten und rechtschaffen handeln. Liebe Geschwister, ich hab diese Predigt schon einmal gehalten, da habe ich gefragt, wie könnten wir denn heute das Gesetz Gottes oder die Wahrheit verraten? Wie können wir denn heute die Wahrheit verraten? Vielleicht, jetzt ist das Mikrofon nicht an, ich stelle es mal als rhetorische Frage in den Raum. Ich denke, ein Punkt, die Wahrheit zu verraten, ist zum Beispiel, wir als Volk Gottes haben natürlich als Adventisten besonders, als gläubige Christen, die hier eine Erkenntnis haben, im Gesetz Gottes mit dem Sabbatgebot auch, haben eine besondere Verantwortung, auch dieses Gebot, was besonders in Vergessenheit geraten ist, unter den Christen vor allem, diese Wahrheit auch hochzuhalten in unserem Leben, in unserem praktischen Glauben. Und ich selbst kann mich erinnern, es gab Situationen in meinem Leben, wo ich gerade am Anfang noch meines Glaubens, als ich Adventist wurde, war der Sabbat für mich neu und da gab es ganz viele Situationen. Ich meine, im Laufe des Lebens lernt man es dann schon, ich bin jetzt 14, 15 Jahre Adventist, da lernt man schon sein Leben so irgendwie zu managen, dass man mit dem Sabbat keine Probleme mehr bekommt, in der Regel. Aber immer wieder taucht doch was auf. Aber damals, ich komme aus einer Umgebung, wo ich gar nichts mit dem Glauben zu tun hatte, erst recht nicht mit dem Sabbat. Und jetzt höre ich bei den Adventisten, der Sabbat ist so besonders. Glaub mir, ich kam gerade im ersten Jahr meines Glaubens an ganz viele Hürden im Glauben, wo ich getestet wurde, ob ich jetzt wirklich zum Sabbat stehe oder nicht. Und ich kann mich erinnern, ich habe eine Prüfung oder eine Situation nicht bestanden. Ich habe mich auch danach bei Gott entschuldigt und ich habe zu Gott gesagt, Herr, es tut mir leid, dass ich den Sabbat gebrochen habe. Ich bin mir sicher, es war nicht dein Wille und ich hätte hören sollen. Aber ich mache dir ein Versprechen. Und das wurde dann, da habe ich in dem Moment gemerkt, oh, jetzt wird's ernst. Ich habe Gott versprochen, ich habe gesagt, Herr, ich möchte nie wieder um eigenen Gewinnes willen deinen Sabbat übertreten. Und prompt wurde auch innerhalb der nächsten Zeit gleich wieder mein Glaube auf die Probe gestellt. An der Uni gab es eine Dozentin, die konnte gar nichts damit anfangen, dass ich am Sabbat keine Prüfung schreiben möchte und dass ich nicht zu den Terminen kommen möchte. Und da hatte ich schon die erste Prüfung, das war gleich im ersten Semester. Ja? Und Gott hat es aber auch zum Segen geführt, weil damals blieb ich dann standhaft. Ich habe gesagt, ich mache gerne Kompromisse, wo ich kann, aber beim Gesetz Gottes kann ich keine Kompromisse machen. Und ich habe auch keinen Priester, der mir eine Sondergenehmigung geben kann, auch nicht meine Eltern, auch nicht mein Prediger. Ich stehe vor meinem Gott und ich kann hier keinen Kompromiss machen. Und die Dame sah, es ist ernst mit mir und hat dann auch nicht mehr weiter groß diskutiert. Und ich muss euch sagen, ich fasse es kurz, es wurde zum Schluss zu einem großen Segen, dass ich damals so durch Gottes Gnade und Kraft an diesem Punkt standhaft sein konnte. Ich lese weiter. Also der erste Punkt, halten wir nochmal fest. Abraham war ein Mann, der nicht wie der Wind, wie ein Rohr im Wind, sich immer bog der Gesellschaft und den Menschen drumherum, sondern er hatte einen Charakter. Der wurde auch noch vervollkommnet und mehr ausgeprägt von Gott im Laufe der Jahre. Aber Gott sah, dieser Mann, mit dem kann ich arbeiten, denn bei ihm steht das, was ich möchte, über dem, was er möchte. Abraham würde die Wahrheit niemals aus selbstsüchtigen Absichten verraten, sondern das Gesetz halten und stets rechtschaffen handeln. Nächster Punkt. Er würde nicht nur selbst den Herrn fürchten, sondern auch in seiner Familie Gottesdienst pflegen und sie in der Gerechtigkeit unterweisen. Und an dem Punkt muss ich sagen, wird es jetzt schon ein bisschen schwieriger. In der Familie, liebe Geschwister, er hatte nicht nur die Verpflichtung gesehen, in der Gesellschaft zu sagen, das ist mein Glaube, tut mir leid, ich kann nicht anders. Nein, er hat es auch in seiner Familie so gemacht. Er war der geistliche Vater seiner Familie.
Und ich frage mich heute, wo sind die geistlichen Väter, wo sind die geistlichen Leiter in unseren Familien? Ich sehe sehr oft die Frauen, die Mütter, die das in die Hand nehmen müssen. Die selbst sagen, ich muss mich um meine Familie kümmern, ich muss meine Familie vor den Altar bringen, ich muss sie mit ins Gebet nehmen. Und ich frage, wo sind die Männer, die auch dieses verspüren, diese Not, wie Abraham sie verspürte? Denn Gott wollte in Abraham nicht nur einen mutigen, einen vielleicht charakterstarken, sondern er wollte auch jemanden, der diese Last auf sich spürt, nicht nur für sich selbst den Glauben zu leben, sondern auch seine Familie zum Segen zu werden. Und dadurch den Rest der Gesellschaft auch zu beeinflussen zum Guten. So, liebe Geschwister, ich nehme mich da ganz besonders auch ins Visier. Ich sehe auch, dass es ein Kampf ist. Ja? Selbst sein eigenes Glaubensleben zu führen, ist schon eine Herausforderung. Aber jetzt tritt hier an Abraham auch noch die Aufgabe heran, er soll auch noch andere und vor allem seine Familie, der er nicht viel vormachen kann, denn die Familie kennt ihn. Die Familie weiß, wie er reagiert in den kniffligen Situationen. Die Familie weiß, wie er reagiert, wenn es mal nicht so gut läuft. Auch in diesem, gerade in diesem Rahmen, sagt Gott in Abraham das Potenzial, er wird es auch in seiner Familie tun. Er wird nicht nur reden und nach außen gehen, sondern er wird auch innen wirken, in seinem Familienkreis. Unglaublich. Und jetzt der letzte Satz hier, das göttliche Gesetz würde seine Hausordnung sein. Das sah Gott in Abraham. Ich frage mich, was sieht Gott in uns? Sieht er in uns dasselbe? Sieht er jemanden, der für seinen Glauben das Letzte geben würde, der sagt, mein, der Glaube an Gott, du Herr, und dein Wille ist mir heilig und es ist mir wichtig. Sieht Gott in uns jemanden, der sagt, nicht nur für mich, sondern ich möchte, dass meine ganze Familie errettet wird. Ich möchte, dass wir zusammen nicht in diesem Erdenleben gefangen bleiben und danach ist es vorbei. Ich möchte, dass wir alle den Himmel erreichen, ewiges Leben haben für das, was du uns, wofür du uns vorbestimmt hast. Ein unglaublicher Wunsch und ich muss euch sagen, liebe Geschwister, den habe ich auch nicht immer. Manchmal vergesse ich ihn. Einfach der Trubel der Welt. Die Sorgen, die Lasten der Welt, einfach das nebensächlich machen manchmal und das ist schade. Das ist nicht nur schade, sondern das ist auch gefährlich. So, liebe Geschwister, ich ermutige mich, ich ermutige euch, lasst uns noch einmal Prioritäten setzen und schauen, was ist abends wichtiger? Nochmal eine Stunde vom Smartphone verbringen und einfach die sozialen Netzwerke durchzuchecken oder mal zu sagen, ich mache das blöde Ding aus und ruf einfach mal meine Familie zusammen und sag, komm, wir sind es vielleicht gar nicht gewohnt, jetzt jeden Abend zusammenzukommen. Aber wenigstens, wir lesen heute aus einem Andachtsbuch was. Wir knien uns mal wieder nieder als Familie, beugen uns vor unserem Gott und sagen ihm, was uns auf dem Herzen liegt, als Familie. Liebe Geschwister, das ist sowas Schönes. Und ja, es ist ein wahrer Segen. Jetzt nur mal, um zu verstehen, wer Abraham war. Ich rede hier von der eigenen Familie. Ich weiß nicht, was die Durchschnittszahl an Kindern heutzutage in Deutschland ist. Ich gehe mal aus 1,23, so etwas. Also sagen wir mal 2 Kinder pro Familie. Das ist schon eine Herausforderung. Aber gucken wir uns mal Abraham an. Das heißt hier, Abrahams Haushalt umfasste über 1000 Menschen. Abraham war ein Unternehmer, er war ein Geschäftsmann. Seine Herden haben sich so vergrößert, er musste später mit Lot sie mussten sich aufteilen. Ja? Lot ging dann in die gewinnbringende Ebene von Sodom. Abraham zog weiter durch die etwas kargere Landschaft. Aber er wurde von Gott immer reicher gesegnet. Sein Unternehmen wuchs. Lesen wir mal weiter. Alle, die sich durch seine Verkündigung zur Anbetung des wahren Gottes führen ließen, fanden in seinem Lager eine Heimstatt und wurden von ihm so unterwiesen, dass sie den wahren Glauben vertreten konnten. Somit war ihm eine hohe Verantwortung auferlegt. Und jetzt aufgepasst, er bildete auf diese Weise Familienhäupter heran, die nach seiner Art der Menschenführung wieder eigenen Haushalten vorstehen konnten. Also Abraham dachte nicht nur an sich, sondern Gott sah in ihm schon und es hat sich auch bewahrheitet. Abraham wurde ein Unternehmer im Sinne Gottes. Er hat nicht nur
in seinem Geschäft, in seinem Business einfach Wachstum erlebt, Erfolg erlebt. Das ist unglaublich wunderbar. Aber er hat auch die Verantwortung gespürt für die Menschen um ihn herum, vor allem für die Familienhäupter, ihnen beizubringen, hey Männer, egal wie viel Geld ihr verdienen könnt, egal wie viel Land ihr erben könnt oder was auch immer, eure Familie beim wahren Gott zu halten, sie zu unterweisen, die Kinder zu unterweisen, was möchte Gott von ihnen, was ist Gottes Gesetz, das ist eure Hauptaufgabe, das war Abraham. Und die Menschen sind nicht von ihm weggerannt, denn Abraham schaffte es, wie ich vorhin gesagt habe, diesen Kompromiss hinzukriegen. Einerseits Gott konsequent zu gehorchen, seinen Willen zu tun, auf der anderen Seite aber nicht hart, kalt, gesetzesbetonend und fordernd und mit Zwang Menschen einzukesseln. Nein, er schaffte es, sie durch sein Vorbild zusammen mit Gott zu begeistern für den wahren Gott. Auch in ihrer Familie, diesen Gott anzubeten. Das war Abraham. In Zusammenarbeit mit Gott. Und interessant, wie er sein eigenes Haus erzog, weil ich denke, viele von uns haben Kinder oder auch Kinder, um die wir uns kümmern können. Hier heißt es, Abraham trieb die Liebe zu seinen Kindern und Angehörigen dazu, ihren Glauben zu hüten. Bei Abraham war es nicht strenger, sturer Formalismus, der gesagt hat, so habe ich es gelernt, so machen wir es hier, ihr habt nichts zu melden. Ja, das war kein klassischer Despot, wie wir ihn vielleicht aus den Sagen und Mythen kennen, wo früher alles so schlimm war und die Antike war so brachial und bestialisch. Nein, hier heißt es, Abraham trieb die Liebe zu seinen Kindern. Liebe Geschwister, wir haben hier einen Patriarchen, der aus Liebe seiner Familie diente, der aus Liebe seine Familie zusammenbrachte und sagte, Kinder, Sohn, Tochter, meine liebe Frau, lasst uns erforschen, was ist Gottes Wille? Wie möchte er uns segnen? Welchen Frieden möchte er uns geben? Und die Familie hat ihm zugehört, weil er hat es aus Liebe gemacht. Das ist der feine Unterschied, den Abraham ausmachte. Und das sah Gott in ihm. Auch ein interessanter Gedanke. Unmerklich beeinflusste Abraham seine Umgebung durch das eigene Beispiel im Alltag. Also er war nicht darauf versessen, ich muss jetzt anderen was erzählen. Ich muss jetzt meine Stunden ableisten. Ich muss jetzt dies tun. Nein, unmerklich. Es war seine Natur, es war seine Art, andere Menschen einfach zu inspirieren und zu beeinflussen. Wir haben vorhin gehört, dass dieses Wort Hoffnung. Liebe Geschwister, ich glaube, wenn ich mal, also ich schaue mir gerne Filme an, wo Menschen für irgendwelche Ideale, oder ich lese mir Biografien durch, wo Menschen für Ideale, auch wenn sie nicht unbedingt christlich waren, aber die einfach für eine Idee bereit waren, Dinge zu opfern, sei es politisch, religiös, einfach für die Menschheit an sich. Ich finde es faszinierend. Und wenn ich dann lese, wie die oft im Gefängnis landeten und ich schaue mir so die Situation an, dann muss ich sagen, da wo Hoffnung ist, da haben sich die Menschen immer gesammelt, auch in den Gefängniszellen. Wenn da Menschen waren, hoffnungslos, ohne Hoffnung, von denen gibt es genug, da hat man keine Lust gehabt, zu denen auch im Gefängnis hinzugehen. Aber schauen wir uns zum Beispiel Paulus an, der im Gefängnis selbst gesungen hat. Der hat Hoffnung gehabt, der hat gesungen, der kannte seinen Gott. Und die Menschen kamen zu ihm und haben gesagt, wow, was ist da los? Ich möchte auch diesen Gott kennenlernen. Also ihr seht, Hoffnung und wahrer Gottesglaube zieht an. Aber das Geheimnis liegt nicht in uns. Das kann ich nicht von mir aus schaffen. Das kann keiner von uns hier aus sich selbst schaffen. Gott muss aus uns leuchten. Er muss aus uns strahlen. Sein Geist soll in uns wohnen. Und den dürfen wir einladen, jeden Tag aufs Neue. Wir dürfen jeden Tag aufs Neue um den Geist Gottes bitten. Ich lade euch ein, einfach das hier, dieses Kapitel nochmal selbst durchzulesen, durchzustudieren. Ich möchte zum Schluss kommen und ein Gedanke noch weitergeben. Und zwar, wo Abraham durchzog, durch dieses Land Kanaan, durch die Fremde. Und liebe Geschwister, auch wir sind nur Gäste auf dieser Erde. Auch wenn du ein schönes Haus hast mit einem schönen Garten,
Ich freue mich, dass der Herr dich gesegnet hat. Dennoch sind wir auf dieser Erde Gäste. Auch wenn es aussieht, als ob alles immer so weiterläuft wie bisher, wissen wir, Jesus kommt bald wieder. Und wir dürfen dann in die wahre Heimat ziehen, mit unserem Gott zusammen. Wir sind Gäste. Und unsere Aufgabe in dieser Wanderschaft ist es, Altäre aufzubauen, so wie es Abraham getan hat. Schauen wir mal kurz, Jesus, wie die Patriarchen vor Alters errichten alle, die ihn lieben, dem Herrn einen Altar, wo immer sie wohnen. Wenn es je eine Zeit gab, in der jedes Haus ein Bethaus sein müsste, dann ist das heute. Väter und Mütter sollten oft fürbittend zu Gott aufschauen, um das eigene Wohl und das der Kinder zu erflehen. Als Priester der Familie, Pflege der Vater mit Frau und Kindern, das Morgen- und Abendgebet. In solchem Hause wird Jesus gern verweilen. Und liebe Männer, auch wenn wir Gott mal nichts zu sagen haben, trotzdem ist es schön, die Familie abends zusammenzuholen und wenigstens sich niederzuknien und ein Gebet zu sprechen. Das ist mein Wunsch für mich, das ist mein Wunsch für euch und für eure Häuser. Dieses Licht und diese Liebe sollen alle Nachbarn in der Form von bewusster Freundlichkeit und selbstloser Zuvorkommenheit wahrnehmen. Ein geordnetes christliches Haus ist ein starker Beweis für die Echtheit des christlichen Glaubens, den auch Ungläubige nicht bestreiten können. Denn hier kann jeder spüren, dass ein guter Einfluss auf die Kinder wirksam und der Gott Abrahams gegenwärtig ist. Unglaublich. Ist in deinem Haus der Gott Abrahams gegenwärtig? Möchtest du das, dass der Gott Abrahams in deinem Haus gegenwärtig ist? Liebe Geschwister, ich wünsche das für mein Haus und ich bin dankbar, dass meine Frau auch mir hilft auf diesem Weg, dass wir zusammen zu Gott kommen dürfen und bitten dürfen für unser Haus, wenn Menschen zu uns kommen. Wenn unsere Nachbarn uns sehen und auch für uns einfach, dass wir spüren untereinander, hier ist der Gott Abrahams gegenwärtig. Liebe Geschwister, das ist mein Wunsch für uns. Ich würde sagen, wir schließen noch mit einem Text, den ich im Neuen Testament gefunden habe, und zwar im Johannesevangelium und dort in Kapitel 8. Hier spricht nun Jesus, der sagt, ehe Abraham war, bin ich. Also der, der noch vor Abraham war, der selbst Abraham inspirierte und der zu Abraham sprach, spricht jetzt zu uns. Kapitel 8, Abvers 30. Als er das sagte, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Aber jetzt, da antworteten sie ihm, aber wir sind doch Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht gewesen. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Der Knecht bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. So die reine Form, an einen Gott zu glauben, reicht nicht. Denn auch die Juden damals haben gesagt, warte mal, wir sind doch Abrahams Kinder. Wir kennen doch die Geschichten. Wir machen doch alles, was unser Stammvater uns gesagt hat. Aber Jesus sagt, die Sünde regiert noch in euch. Und später sagt er ihnen, ich weiß wohl, dass ihr Abrahams Kinder seid, irgendwo, ja. Aber ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet bei euch keinen Raum. Also, versteht mich nicht falsch. Im Glauben an Christus sind wir Abrahams Kinder. Aber dieser Glaube, der wahre Glaube, wo der Gott Abrahams sichtbar wird,
manifestiert sich oder wird sichtbar, erlebbar in einem geordneten christlichen Wandel, wo Gott uns sagt, die Früchte deines Lebens, die Früchte dieser Erweckung, dieses Geistes, werden andere sehen und sie werden ihnen schmecken. So, liebe Geschwister, ich bete dafür, dass Jesus uns frei macht von dem, was uns stört, ganz zu ihm zu kommen und uns befähigt, uns das Wollen schenkt und das Vollbringen in unserer Familie, auch wenn wir alleine sind, einfach zu ihm zu kommen, uns vor ihm zu beugen und zu sagen, Herr, ich möchte, dass dieser Segen, der auf Abraham lag, auf seinem Hause, den möchte ich in meinem Hause auch haben. Lasst uns beten, liebe Geschwister. Dazu können wir aufstehen. Allmächtiger Vater, wir loben dich für dein Wort, wir loben dich für die Geschichte von Abraham und wir danken dir auch, dass du uns ja in diesem Buch Patriarchen und Propheten auch noch weiteres Licht geschenkt hast über deinen Diener, deinen Knecht und deinen Freund Abraham. Lieber Vater, wir sind Menschen. Wir sind fleischlich gesinnt und wir sind in einer ganz späten Generation, ganz weit weg von der Schöpfung. Und ja, wir merken, wie unser Körper darunter leidet, wie unser Geist darunter leidet. Die Gesellschaft ist auf einem Weg, der auch weit weg ist von dir, Herr. Aber Vater, gerade in dieser Zeit möchten wir dich bitten nach deiner Verheißung, wo du sagst, in den Schwachen bist du mächtig. Sende deinen Heiligen Geist in unsere Heime, in unsere Herzen und sei in uns Schwachen mächtig, Herr. Lass in unseren Häusern, in unseren Familien, in unserem Herzen ja, dieses Erleben haben, was damals auch in Abrahams Haus herrschte. Aus Liebe, Dienst zu dir und an unseren Mitmenschen. Nicht aus purem Zwang oder Formalismus oder einfach Routine, sondern aus einer lebendigen Beziehung zu dir. Das ist unser Wunsch. Und wir bitten dich, mach uns frei von dem, was uns stört daran. Befreie uns von diesen Dingen, die unsere geistlichen Ohren blockieren, dass wir deine Stimme nicht hören. Und komm in unsere Heime, Herr, und erfülle uns. In Jesu Namen bitten wir dies. Amen.